Was geht, Leute, und willkommen zu einem MW2 Beta-Video auf meinem Kanal. Die Beta war ja jetzt letztes Wochenende bereits aktiv, ist jetzt am Wochenende aktiv und ich meine, dass es nochmal ein Wochenende gibt, wo wir dann als PS-Spieler zusammen mit den Xbox-Spielern auch eine Beta-Phase nochmal haben werden. Oder es ist jetzt schon dieses Wochenende. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich natürlich auch schon ein bisschen gezockt und ich werde jetzt mit euch zusammen meine Erfahrungen und meine Ansicht zu MW2 besprechen bzw. teilen. Ich nehme euch da auf eine Runde mit, die aus meiner Sicht relativ vernünftig war, aber wo man auch die Probleme, die aus meiner Sicht MW2 hat, relativ gut sieht. Und ja, ich würde sagen, let's go. Wünsche euch viel Spaß beim Video. Rein da. Ja, Leute, damit würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Klasseneditor an von MW2. Ich persönlich finde ihn sehr, sehr schön, sehr, sehr clean. Auch der Hintergrund, wo man die Waffe sieht, das ist grafisch sehr stark gemacht, also sehr, sehr clean. Und es braucht keine 1000 Jahre, sogar in der Beta schon, bis die Waffe angezeigt wird. Und das hat man auch im Waffenschmied dann gesehen, dass die Waffe eigentlich instant angezeigt wird. Also das finde ich jetzt in der Beta schon sehr, sehr, sehr viel besser als in Cold War, Vanguard und MW. Wobei in MW war es, glaube ich, gar nicht. An der Waffenschmied selber ist halt, ja, da haben sie nichts gemacht im Gegensatz zu MW. Dann haben wir die Änderung mit Tarnung. Gut, da bin ich sehr gespannt drauf, was dann quasi die finale Tarnung ist. Der Fortschritt einer Waffe, ja, das werde ich wahrscheinlich eher weniger nutzen. Aber wie gesagt, den Klasseneditor finde ich insgesamt auch farblich sehr, sehr stark gemacht und sehr, sehr schön gemacht. Und dieses Menü gerade, da dachte ich erst am Anfang, wo ich das bei anderen gesehen habe, das ist das PS5-Menü. Dann dachte ich, oh, schnell weggucken, weil ich will das erstmal selber sehen. Aber dann habe ich gecheckt, oh, das ist das MW-Menü. Finde ich alles sehr, sehr schön und ja, ab ins Gameplay. So, Leute, da sind wir jetzt im Match angekommen. Gleich mal zum Anfang, was man natürlich direkt sieht, ist die Grafik und das, was man hört, der Sound. Also, das hat Activision mal wieder top hinbekommen, aber das sind halt so diese kleinen Spielereien, die von Activision existieren, die eigentlich überhaupt nicht notwendig sind, beziehungsweise halt, wo sie sich eher drauf fokussieren, wie auf das Spielerlebnis. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nicht viel SBMM gespürt, aber ich glaube, dazu habe ich einfach noch zu wenig gezockt, ehrlich gesagt. Und ich glaube, deswegen ist es auch der Grund, warum ich noch nicht wirklich mit dem Movement klarkomme von MW2. Aber das sind jetzt halt so meine ersten Eindrücke von dem Game. Das Movement ist komisch und die Grafik ist geil. Also so kann man eigentlich sagen, beziehungsweise, nee, ich muss es anders sagen. Das Spielerlebnis ist komisch, aber alles andere, die Spielereien sind mal wieder geil. Und das ist halt das Problem von Activision, das Problem von Cold War, das Problem von Vanguard. Einfach alle CODs seit BO4 aktuell war. Und ich persönlich habe es auch gespürt, dass ich mit dem Movement überhaupt nicht klarkomme, weil es gibt ja zum Beispiel auch zwei Arten zu sliden. Entweder du fällst hin auf den Bauch oder du slidest halt, wie man es normalerweise kennt. Zum Beispiel das Hinfallen kenne ich noch aus WW2 und das konnte ich da schon nicht leiden. Ich kann es hier genauso wenig leiden, aber das richtige Sliden geht ja scheinbar. Ich weiß nur noch nicht warum. Also, wie? Weil es gab davor, gab es ein Match, da habe ich das ein paar Mal probiert mit um die Ecke. Da hat es eigentlich problemlos funktioniert und dann auf einmal nicht mehr. Also ich weiß nicht, woran es liegt, wie man das jetzt erreicht. Weil da versucht man natürlich, denke ich mal, schon so zu sliden, wie man es kennt. Und ja, das ist halt echt eine unangenehme Sache und auch das Springen. Also gerade ich als SCUF-Controller-Spieler, ich kann ja gleichzeitig springen und aimen und das ist aber hier auch, es ist nochmal so viel komischer. Also bei Vanguard musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen, bei Cold War schon ein bisschen stärker, weil Cold War deutlich anders war wie BO4 und Vanguard, wenn man das jetzt mal so betrachten will. Aber MW2, das toppt eigentlich ziemlich alles. Also da zu springen während dem Aim ist echt eine merkwürdige Angelegenheit. Ich meine, da bei dem Kill hat es jetzt relativ normal angefühlt, aber so beim Rest der Fights, die ich hatte, da dachte ich so, hä, was ist das hier gerade genau für eine Engine bitte? Also ich kenne diese Engine weder aus MW noch aus Vanguard noch aus Cold War. Das ist scheinbar irgendwie eine komplett neue Sache, die sie da eingebaut haben. Ich meine, klar, man muss insgesamt sagen, Activision will Realismus in den Spielen erreichen. Und das kriegen die auch wunderbar hin. Das ist ja so gar nicht. Also grafisch, das ist alles tipptopp. Also, wenn man jetzt mal es so sehen will,
Wenn du ein Game haben willst, was 100% realistisch ist, dann sind die neueren CODs bzw. die CODs von Activision genau das Richtige. Aber wenn du halt COD haben willst, so wie man es kennt, so wie man es liebt oder so wie wir COD-Spieler es lieben, dann ist MW eigentlich komplett für die Tonne. Weil es ist halt leider einfach so. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß Stand jetzt nicht, ob ich das wirklich jemals mögen werde. Also Vanguard zum Beispiel, das habe ich von Anfang an eigentlich relativ gemocht. Ich meine, wahrscheinlich liegt es auch eher daran, dass ich keinen BO2-Veteran oder MW2 von früher noch kenne. Aber ich habe es trotzdem gemocht. Und bei MW2, das ist jetzt das erste COD, seit ich COD wirklich zocke, wo ich mir so krass unsicher bin, wie ich es mir im Moment bin. Also ich meine, klar, ich werde es mir natürlich kaufen, rein wegen der Sammlung von COD. Ich werde es mir übrigens auf CD kaufen, nicht digital. Aber wie gesagt, also ich weiß nicht, ob ich das Spiel jemals wirklich mögen werde, weil bis jetzt ist es so krass komisch zu zocken. Und ich habe mir auch allergrößte Mühe gegeben, mit der Engine, mit dem Movement klarzukommen. Aber es ging für mich einfach nicht. Das war echt krass. Und es ist, wie gesagt, also es ist eigentlich wie bei jedem Spiel, wo du nicht wirklich 100% klarkommst, dass es einfach Gewöhnung ist. Aber ich glaube, wie gesagt, einfach, wenn man als COD-Spieler ein geiles COD haben will, dann ist MW2 wieder verkackt. Zumindest Stand jetzt. Und das ist halt einfach schade, weil COD ist, oder es war, so ein geiles Genre auf Konsolen und auch auf dem PC. Und es hat Activision einfach wieder mal, oder seit Cold War, einfach komplett verschissen. Anders kann man nicht sagen. Und Cold War war ja auch das letzte Black Ops, zumindest Stand jetzt, soweit ich es weiß. Und das hat ja auch schon Activision gemacht. Das war ja gar nicht mehr von Treyarch. Und da war es schon so scheiße. Einfach seit Activision da am Ball ist. Ich meine, ich weiß gar nicht, ist Activision wirklich bei MW2 mit am Start oder ist es mittlerweile eher Microsoft? Weil das ist ja die Hoffnung jeder COD-Spieler, dass COD besser wird, wenn Microsoft dahinter ist und nicht Activision. Das Battle habe ich übrigens, glaube ich, habe ich gewonnen, okay. Ja, wie gesagt, das kann ich eigentlich nur so zusammenfassen. Ich hoffe, es war für euch übersichtlich, was ich gesagt habe. So ein Drecksack, der da gecampt ist. Hat man, glaube ich, gerade auch in meiner Reaction in der Cam gesehen. Ja, mehr kann ich dazu ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht sagen. Zusammengefasst, wie gesagt, ist MW2 für mich ein COD für die Tonne. Anders kann ich es echt nicht sagen. Wie gesagt, weil die Engine nicht passt. Es ist viel zu realistisch gemacht. Es ist wirklich, wie gesagt, du könntest wirklich als Mensch, wenn man es mal so blöd ausdrückt, mit der GoPro an der Brust könntest du rausgehen, eine Runde Paintball spielen, das aufnehmen und daneben COD legen. Es ist genau das Gleiche. Es würde nicht anders aussehen, nur dass man halt sehen würde, okay, das ist realistisch und das ist ein Spiel. Aber so rein von der Technik oder von den Bewegungen her, es wäre exakt gleich. Und das ist das, was COD einfach kaputt macht. Das passt nicht zu dir, zu COD. Jetzt habe ich's. Und wie gesagt, ich werde es mir natürlich trotzdem kaufen, allein für die Sammlung. Und halt auch für euch, dass ich, weil ich möchte natürlich auch für euch Content machen. Und wie gesagt, vielleicht ist es ja sogar so, dass ich MW2 irgendwann mag. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass es insgesamt so ein bisschen komisch war, weil die Waffen waren ausgestattet, die waren ja ein bisschen ausgestattet, aber so richtig so, dass man wirklich damit klarkommt, waren sie für meine Spielweise nicht. Und ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen, glaube ich. Ich hoffe, euch hat diese Form des Videos jetzt mal gefallen, dass ihr mich in der Cam seht und nun Voice-Over. Wenn ja, haut ein Like auf dieses Video raus und kommentiert auch sehr gerne eure Erfahrung mit MW2, falls ihr die Beta gespielt habt, falls ihr sie zockt und ob ihr es vielleicht geil findet, ich weiß es ja nicht, aber würde mich auf jeden Fall interessieren, würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video, bis dahin, bleibt gesund, haut rein, ciao, ciao.